Ich esse und trinke für 24 Stunden nur Lebensmittel aus der Dose. Yo Bratkus, was geht ab und willkommen zu einem neuen sexy und leckeren Video. Es ist auch schon 20.10 Uhr, also geht das Experiment bis morgen 20.10 Uhr, also fangen wir an mit dem Abendessen. Wenn ihr wollt, dass wir mehr solche Videos drehen, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Eine Challenge an euch, ich möchte, dass wir hier 400 Likes schaffen, dann machen wir einen Tag nur Kura zu essen. Stellt euch mal vor, wirklich, Alter. Einfach von jedem Tier, wir essen einfach den Pimmel. Komm, bei 10.000 Likes, dann machen wir das. Wir haben nicht mal 10.000 Aufrufe. Das erste, was wir heute aus der Dose verspeisen werden, eine Balkan-Cevapcici-Pfanne. Ich habe Angst. Was ganz spannend an diesem Video ist, in der heutigen Zeit ist ja alles so krass teuer. Wie viel wird mich der ganze Tag kosten, wenn wir nur aus der Dose essen? So, wir machen den ganzen Hasen mal auf. Oh, Junge. Einfach Cevape in der Dose, Bruder. Hast du das schon mal probiert? Definitiv nein. Guckt euch das mal an. Riecht halt tomatisch, ne? Wir bereiten das Ganze mal zu. Sollte jetzt nicht so schwer sein, oder? Einfach in die Pfanne. Die Cevape sind angerichtet. Es sieht, ja. Wir haben es ein bisschen angerichtet, aber nicht gewürzt, ganz wichtig. Ja, danach können wir natürlich nachwürzen, aber wir wollen ja gucken, wie es schmeckt. Dazu eine Strawberry Kiwi, auch aus der Dose natürlich. Noch nie probiert, mal gucken, wie die schmeckt. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Cevape rein. Also, man sieht das sehr, sehr klein. Ja, und jetzt nehmen wir mal so ein Stück Cevape. Es gibt locker easy noch einen Teller. 8 Cevape waren drin. Wenn du jetzt selber kochen müsstest, dieses Gericht, wäre es auf jeden Fall viel, viel teurer. Ja, wahrscheinlich auch leckerer, aber mal gucken. Wir wollen ja nicht verurteilen. Also, das schmeckt ganz komisch, Bruder. Ist das Fleisch? Also, das schmeckt nicht nach Fleisch. Bäh. Mm, ganz, ganz komische Konsistenz. Richtig weich so. Bäh. Digga, nee, das ist eine Sünde, das eigentlich zu essen. Okay, den Reis. Schmeckt ein bisschen wie Bulgur. Komische Konsistenz. Ist ja kocht. Haben wir das falsch gemacht? Eigentlich haben wir das frisch gemacht nach Anleitung. Nee, Mann, Bruder. Ich hoffe, die anderen Sachen werden lecker, aber jetzt muss ich mir das einfach geben für den Abend, Mann. Und ich hatte so Hunger. Ich habe heute nur einen halben Döner gegessen, den ganzen Tag über. Ich probiere nochmal diese Cevape. Ne. Verhungern. Verhungern heute, oder was? Ich muss das nachkippen. Strawberry Kiwi, ey, komm. Fanta, enttäusch mich nicht. Ja, riecht interessant. So mal. Strawberry kommt auf jeden Fall raus. Kiwi schmecke ich gar nicht. Habt ihr schon Kiwi-Getränk getrunken? Ah, ich weiß, wer Kiwi getrunken hat. Gerne. Was würde Herr Schindler denn gerne trinken? Bring mir eine Pepsi, Limo oder Messi. Herr Schindler, was denn nun? Was denn nun? Mach mir eine Limo mit Kiwi. Limo mit Kiwi? Na gut. Herr Schindler, Ihre Kiwi. Limo. Ja, ich wusste nicht, was sie meinen. Wer trinkt eine Kiwi-Limo? Ja, hier eine Kiwi ins Glas und dann mach, was du willst. Und schieb sie in ihren Arsch oder so. Aber für Sommer ist cool. Ist zwar sehr, sehr süß, aber ist cool, ja. Also, die Cevape, Bruder, ist eine 1 von 10, okay? Noch so mit Liebe noch ein Punkt, okay? Für die Fanta, gute 6 Punkte. Ich esse das noch auf, damit ich überhaupt was im Magen habe. Aber ja, seid immer dankbar, egal was ihr auf dem Teller habt. Dann schmeckt es immer besser. Oder auch nicht. Aber das meine ich ernst, ja. Wenn ihr die kleinen Sachen im Leben schätzt, dann seid ihr wirklich generell einfach glücklicher. Jetzt habe ich schön noch scharf reingemacht. Ein bisschen Salz, ja, ein bisschen Pfeffer. Und jetzt kann man es sich auch geben. Ich esse das, glaube ich, jetzt auch auf. Ging doch runter. Ich bin auf jeden Fall ein wenig gesättigt. Mal schauen, was wir jetzt nächstes so kriegen. Ich mache mir jetzt einen schönen Filmabend. Dazu dürfen natürlich keine Snacks fehlen. Aber Snacks aus der Dose. Wow, sie haben es doch. Brot in der Dose. Diese Stadt ist toll. So, wir haben hier auch neue Pringles am Start. Also für mich neu, die habe ich noch nie probiert. Cheese and Chili Flavor. Und einmal Pringles Texas Barbecue Sauce. Ich bin gespannt. Fangen an mit Sizzlin. Schmeckt sehr, sehr käsig.
schon nach Stinkefußmäßig, aber die Schärfe kommt gut. Oh, ja. Die kommt im Nachhinein. Wäre dieses Käsige nicht so penetrant eklig? 6 von 10. Jetzt erstmal ein Getränk. Mango Dragon Fruit. Habe ich schon mal probiert, aber aus der Glasflasche. Prost. Lass doch ein Like da, Bruder. Geht gut nach vorne. Mango Drachenfrucht. Der ist gut, Digga. 7,5 von 10. Fast eine 8 sogar. Der gefällt mir gut. Pringles Barbecue. Zeig mal, was ihr kennt. Bäh. Wenn die scharf wären, wären die krass. Kennt ihr noch mal früher Western Style? Ich habe die so geliebt in der Tüte, keine Ahnung welche Firma es war. Früher habe ich die geliebt, aber jetzt, ich weiß nicht, es schmeckt mir ein bisschen. Ja. So, wenn man die länger isst, bisschen süß, aber es ist auch so eine 6 von 10. Ja, die Erdnüsse aus der Dose natürlich. Teuer sogar, ja. Die sind gut. Es schmeckt die Qualität. Pikant gewürzt. Nice. 8 von 10 Erdnüsse halt, ne? Aber mit der Würzung kann man halt auch viel falsch machen, ja? Aber die ist nicht so penetrant, das ist neutral, geil. Das wird jetzt natürlich noch schön gegessen. Ich guck grad Manifest. Das ist eine geile Serie auf Netflix. Auch nur 8,5 sogar von 10. Ich fühle mich schon wie eine Dose. Good morning in the morning. Die Nacht war so schlimm, ich hatte so Bauchschmerzen. Aber jetzt gibt's erstmal Frühstück. Let's go. So, was gibt's denn zum Frühstück? Hundefutter. Das ist Hundefutter. Mag ich. Nein, Spaß. Das ist Gulaschsuppe mit kräftigem Geschmack mit viel Rindfleisch und Gemüse. Ja, mal gucken, was da so drin ist. Das ist jetzt zum Frühstück so eine Suppe. Usch. Also, ja, gut. Das sieht halt wirklich ein bisschen aus wie... Das ist Hundefutter. Mag ich. Super Frühstück. Bratans, ich hab Platz genommen auf dem Balkon. Es ist so warm und diese Suppe ist gerade so heiß, aber nicht. Aber gut, wir probieren das hier zum Frühstück. Ein Baguette gemacht. Ich glaube, das müssen wir pimpen. Dann kriegt man es auch runter. Das gönne ich mir jetzt und danach gibt's was richtig Geiles. Also die Würze gefällt mir gar nicht. Also haben wir ein bisschen Salz, Sumak und Cayennepfeffer. Hauen wir da rein und dann wird das schon was. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kräftig hier würzt. Ja, schon viel besser. Also wenn man wirklich die Gerichte selber noch ein bisschen nachwürzt, man die auch runter easy. Kann man machen. Für den Preis, gutes Ding. Oh Mann, mir geht's gar nicht gut. Ich war gerade wieder auf Klo. Also nee, Digga. Diese Ernährung taugt mir überhaupt nicht. Mir geht's sogar Wespe. Denkst du, hab Angst oder was? Komm mal ins Kampf. So, Bratans, ich muss jetzt Flaschen wegbringen. Was glaubt ihr, wie viel ist das? Schreibt mal in die Kommentare, versucht mal zu raten. Mal gucken, wer am nächsten dran ist. Bin gespannt. Anstatt man halt immer ein bisschen Flaschen mitnimmt, wenn man einkaufen geht, einfach ein paar Monate sammeln und dann erst bringen. Alles klar, Digga. Wäre es auch so. Also, ich fülle gerade die ganze Zeit die Flaschen auf. Auf einmal kommt so eine Frau zu mir, gibt mir eine Red Bull-Dose in die Hand. Sehe ich auch bloß aus, Digga. Es waren 21,90 Euro, Bruder. Ja! Ey, Bratan, ich bin gerade im Cottbusser Tor in so einem türkischen Laden und hier gibt es so geile Dosengerichte. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn wir wirklich hier 300 Likes schaffen, dann machen wir noch eine Edition. Junge, Alter. Einen Tag nur aus der Dose essen. Guck mal. Weinblätter. Aubergine. Also sehr, sehr interessante Sachen. Die nächste Dose, ja. Fanta Lemon and Elderflower. Ist es jetzt Fanta Schokata oder was ist das? Ich bin gespannt. Ja, okay, ist Schokata. Das riecht man schon. Also, die Jugo Fanta nenne ich sie immer. Geil aus der Dose, aber irgendwas hat sie anders. Mehr Lemon. Ist aber geil. Ja, Schokolade. 8 von 10, Bruder. Was soll ich dir sagen? Ist schon geil. So, Bratans. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Jetzt endlich zu Hause. Es ist gleich 18 Uhr und ich habe um mein Leben Hunger. Ich habe den Tag verteilt, so ein bisschen noch ein paar Pringles gegessen. Diese Erdnüsse von gestern hier im Hotel. Aber jetzt gibt es etwas. Ravioli, Ravioli, Bomeloni. Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Ravioli, Ravioli und Parmesan zuhauf. Ich habe das noch nie in meinem Leben gegessen von Maggi. Super. Das sind die restlichen Pringles von beiden Packungen. Ich habe hier ein bisschen mit Magerquark gegessen. Vorletzte Mahlzeit
Ravioli, Ravioli. Immer wenn man so an Dosen denkt, dann denkt man irgendwie automatisch an diese Ravioli, oder? Die schmecken ja lasch. Weil ich dachte, die wären jetzt das Beste, ne? Gefüllt halt mit Fleisch, aber weiß ich nicht. Ich glaube, die muss man auch wieder pimpen. Das sind heiß. Aber die Vorteile sind halt, es geht schnell, ne? Nicht mal 10 Minuten, machst das Ding auf, haust das rein und kannst halt was Warmes essen, sage ich mal. Also eine 5 von 10, ja. Ihr dürft es nicht vergleichen, wenn wir draußen essen oder was anderes bewerten. Ne? Ich bewerte es nach Dosen essen, ja, so sozusagen, ja. So, Bruder, wie man sehen kann, ja, eine Menge Gewürze drin, also Thymian, Kreuzkümmel, Pfeffer, Salz, Chili, alles mögliche. Mal gucken, ob es jetzt was kann. Mhm. Also sofort geiler, ja. Geil. Das könntest du jetzt auch einfach verkaufen, Digga, gefühlt. Mhm. Was man auf jeden Fall rausschmeckt, ist immer von diesen ganzen Dosenprodukten, es ist sehr, sehr wenig Gewürz, er schmeckt immer fast nach nichts. Und Konsistenzen von dem Fleisch sind meistens immer eklig, aber wenn du es würzt, dann kriegst du es auf jeden Fall runter und du bist satt. Mein Magen geht's gar nicht gut, dieses Essen, nee, lass mal. War eine ganz schlechte Idee. Mein Magen macht das gar nicht mit. Okay, Bratkus, darauf habe ich mich so krass gefreut, nämlich Zimtstecken aus der Dose! Es gibt eigentlich auch Brot aus der Dose. Brot in der Dose? Diese Stadt ist toll! Aber leider gab es den dort nicht, sonst hätten wir so richtig Geld zum Frühstück, so Brötchen mit Dings und dies und das gegessen. Und dazu essen wir schöne Mandarinen-Orangen aus meiner Kindheit, habe ich die so oft gegessen. Und perfekt! Knack und Kudas! So, daran sollten wir nochmal arbeiten. Ich muss das jetzt mit einem Messer irgendwie öffnen. Aha. Zimtschnecken aus der Dose. Aha, so ein Ding ist das also nur. So, wir schneiden das Ganze jetzt noch. Der Packung stehen 6 Stück, aber ich habe irgendwie nur 4 rausbekommen, weil wie soll ich die noch dünner schneiden? Das ist auch scheiße. Ab in den Ofen. Kommt zur letzten Mahlzeit und man muss sagen, boah, sehen die geil aus. Also sie sind echt geil geworden. Ich war gerade duschen, deshalb habe ich die ein bisschen vergessen im Ofen, aber die sind trotzdem noch fluffig. Bin echt gespannt, wie sowas schmeckt. Ja, man sieht hier unten ein bisschen verbrannt leider, aber ansonsten sehr fluffig. Gar nicht schlecht. Nice. Aber halt, die werden, ja, ich habe selbst verkackt. Hätte ich die perfekt rausgenommen, wären die, glaube ich, richtig geil geworden. Aber die sind trotzdem so eine 7 von 10 safe. Ich finde die geil. Mhm. Jetzt hier, meine Kindheit. Boah, das ist so geil. Die Flashbacks, die du da wirklich kriegst. Die Teile habe ich wirklich so mit 8, 9, 10 gegessen. Voll gerne auch. Ja, die sind lecker. Passt sogar. So geil. Die Nostalgie, Digga, das ist eine 8 von 10. 20:12 und somit haben wir die Challenge auch geschafft, 24 Stunden nur aus der Dose essen, ja. Und man muss sagen, es ist natürlich möglich, ja, das war uns im Vorhinein auch schon klar, aber mein Magen hat da gar nicht mitgespielt. Wie viel das Ganze gekostet hat, seht ihr jetzt. Ich würde sagen, würde man die Getränke rausnehmen, ja, dann wäre es natürlich noch billiger. Die ganzen Dosen sind eigentlich voll billig und man muss eigentlich auf 2 Leute rechnen, weil 2 Leute werden easy davon satt immer. Preislich würde man sagen, es lohnt sich, wenn man jetzt extra alles einkaufen müsste für ein Gericht und kochen müsste, ja. Aber natürlich immer besser selber kochen, statt irgendwas aus der Dose essen. Ich würde mal sagen, es ist so eine Notlösung. Wenn du gar nichts zu Hause hast, so ein typischer Sonntag, du hast vergessen, am Samstag einzukaufen, kann man sich ab und zu mal so eine Dose geben, ja. Aber so jeden Tag würde ich es natürlich nicht empfehlen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Vielleicht schaffen wir die 300 Likes. Ihr müsst es schaffen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt... Good.